CSU-Fraktion. Frau Präsidentin, liebe Kolleginnen und Kollegen, ich glaube, wir müssen hier schon mal eine ehrliche Debatte führen. Es kann ja nicht sein, dass Kolleginnen und Kollegen der Ampelkoalition in Talkshows, in den sozialen Medien immer eine komplett andere Botschaft senden, als sie hier in diesem Parlament senden. Das ist doch unglaublich. Es geht doch hier um das Selbstverständnis des Parlaments. Und wenn wir uns am 28. April genau vor 5 Monaten einig waren, da muss es doch auch Ihr Anspruch sein, dass dieser Beschluss auch von der Regierung umgesetzt wird. Es kann doch nicht sein, dass Sie sich hier hinstellen und sagen, 10 Haubitzen auf 1300 Kilometer Frontlinie ist eine ausreichende Unterstützung des größten und des wirtschaftsstärksten Landes in diesem Kontinent. Und dass dieser Antrag heute zur Abstimmung kommt, das liegt doch an Ihrer Verzögerungstaktik und nicht an einer ehrlichen inhaltlichen Auseinandersetzung, meine Damen und Herren. Ich gebe Ihnen mal ein paar Anregungen, und vielleicht kann ich da auch noch einen Einwurf machen. Ich zitiere gerne aus einem Tweet des Kollegen Faber, der das Ganze noch mal unterstreicht, wie denn eigentlich die Situation ist im August. Auf Deutsch übersetzt: Ich schäme mich für mein Land. Es tut mir leid. Wir werden versuchen, besser zu werden. Ich glaube, besser kann man es auch nicht zusammenfassen und beschreiben, wie unsere Unterstützung der Ukraine ausschaut. Ich gebe Ihnen mal ein paar Anregungen, weil die Dinge nämlich glasklar vor einem liegen. Dass die Atomkraftwerke nötig sind, damit wir gut durch den Winter kommen, liegt doch glasklar vor uns. Dass die Gasumlage kontraproduktiv ist, liegt glasklar vor uns, und trotzdem streitet, zögert und zaudert diese Regierung. Und es ist genauso bei der Unterstützung der Ukraine. Die Ukraine kann nur mit massiver Unterstützung von uns weiter bestehen. Und das liegt auch glasklar auf dem Tisch. Und es liegt ebenso glasklar auf dem Tisch, dass es nie wieder eine Zusammenarbeit mit Putins Russland geben kann und wird. Und es ist auch absolut unvorstellbar, dass auch nur ein Quadratmeter ukrainisches Territorium unter russischer Kontrolle verbleibt. Und die Botschaft an die Führung in Moskau muss doch sein: Egal was du tust, egal was du, mit was du drohst, es wird nicht erfolgreich sein. Und da sind wir eben an einem Wendepunkt in der Geschichte, an dem Deutschland Führungsstärke beweisen muss. Führung, die jetzt einfach nicht sichtbar ist. Führung, die Taten statt Worte braucht und wo die Taten auch der Zielsetzung entsprechen müssen. Es kann doch nicht sein, dass die Bundesregierung als Zielsetzung ausgibt, dass die ukrainischen Truppen die Russen vertreiben sollen, dass Ukraine diesen Krieg gewinnen muss und dann eben nicht mit allen Möglichkeiten die Ukraine unterstützt. Ein ukrainischer Sieg und damit Frieden in Europa kann eben nicht erreicht werden, wenn wir der Ukraine nicht alle Fähigkeiten geben, alle Möglichkeiten geben, ihn zu erkämpfen. Und da brauchen wir Nägel mit Köpfen. Und da müssen endlich Taten folgen. Wir brauchen endlich eine Unterstützungskonferenz, eine dauerhafte Unterstützungskonferenz unter der Führung Deutschlands, die sicherstellt, dass wir erstens die Ukraine kurzfristig mit allem bei der Industrie verfügbarem Material unterstützen. Das heißt, grünes Licht für Marder und Leopard 1. Die zweitens sicherstellt, dass wir dauerhaft in 3, 6 und auch in 12 Monaten noch unterstützen und liefern können. Ich habe nicht gesehen, dass die in der Ukraine gelieferten Haubitzen oder auch die Artilleriegeschosse nachbestellt wurden. Das ist ein Armutszeugnis, meine Damen und Herren. Und drittens müssen wir auch für mehr Kampfkraft mit Leopard 2 sorgen. Eine Gemeinschaftsaktion, wie es Wissenschaft und auch Kollegen der Ampelfraktion vorgeschlagen haben. Und viertens, und ich komme dann auch zum Ende, meine Frau Präsidentin, und viertens braucht es bereits auch jetzt die Konzeption, wie die ukrainische Armee in der Zukunft ausgestattet ist. Eine Armee, die eine Abschreckungswirkung entfalten muss, dass nie wieder ein feindlicher Soldat es wagt, ukrainisches Territorium zu betreten. Meine Damen und Herren, das ist doch das, was Europa von Deutschland erwartet. Das ist das, was Führung bedeutet. Und dann brauchen wir auch keine weiteren Anträge stellen, wenn die Regierung endlich mal beherzt auch die Dinge in die Hand nimmt. Führung bedeutet, dass wir jetzt. Also die Ankündigung allein reicht aber nicht. Sie müssen jetzt schon zum Schluss kommen. Ich bin am Ende. Führung bedeutet, dass wir jetzt die Kräfte der Freiheit mit Nachdruck und Entschlossenheit unterstützen. Es geht um das Selbstverständnis des Parlaments, und deswegen bitte ich um Unterstützung für Ihren Antrag. Herzlichen Dank.
Und letzter Redner in dieser Debatte ist für die SPD-Fraktion Bernd Westphal.